Hallo ihr süßen Mitmenschen, ich hoffe es geht euch gut. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass wir seit einer geraumen Zeit, weil unsere Nachbarn uns einfach das Leben so schwer machen, auf der Suche sind nach einer neuen Wohnung. Tada! Wir haben die Wohnung gefunden und bekommen und dort waren wir jetzt hin. Los geht's! So, wir haben die Wohnung gefunden, raschel. Ich bin gerade im Auto, das ist hier ein bisschen relativ laut, deswegen habe ich das Mikro umgemacht. Ich hoffe, es raschelt nicht so doll. Ja, wir fahren jetzt zu der Wohnung. Wir können leider erst in 1 bis 2 bis 3 Monaten einziehen, weil das noch eine Baustelle ist. Baustelle, wisst ihr noch? Die Baustelle, wo ich mir den Nagel in den Fuß gejagt habe. Ich bin gerade voll auf den Nagel getreten. Scheiße. Das war hier so ein Nagel. Das ist nämlich hier einmal durch den Schuh gegangen. Ach, das Wohnzimmer, Leute. Das Wohnzimmer ist so schön und wir fahren da jetzt hin, weil wir ein paar Werte brauchen für das Design. Genau. Ich freue mich. Hier haben wir natürlich auch nicht mehr die Aussicht, die wir in der anderen Wohnung hatten. Aber was bringt mir eine tolle Aussicht, wenn ich keine Ruhe habe, beziehungsweise kein Husel? Nichts. Genommen, das ist jetzt die Baustelle. Wir betreten die jetzt mal. Und hier war mal ein Hund. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr da. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich mir nicht nochmal einen Nagel hier reinhaue. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig und habe mir dann auch feste Schuhe natürlich hier angezogen. So, das ist das Haus. Es ist noch relativ, wird noch renoviert, also auch von außen noch. Die Fassade sitzt noch nicht. Und ich muss gerade mir anmerken, dass die Baustelle hier doch relativ dreckig ist. Ne? Da wären wir. Die haben jetzt hier eine neue Tür eingebaut. Oh, schick. Das ist das Wohnzimmer. Boah, wie riesig. Ist das nicht schön? Also ich kann mir schon gut vorstellen, was man hier in dieser Ecke hier machen kann. Gut, das werden wir jetzt hier einmal ausmessen, weil ich habe hier so ein bisschen was vor in diesem riesen Wohnzimmer. Das muss ich einfach schön gestalten. Ah, der Hund ist in der Küche. Ich habe keine Angst vor den Tieren, aber der hat uns mal eben ganz schnell, ganz fix angebellt. Und ich glaube, das ist ein Hund, der beißt. Mann, wir wollten doch gerade ausmessen. Gott, oh Gott. Weil ich absolut keine Idee habe für die Wandgestaltung und so weiter, habe ich eine Architektin, die das für mich macht. Und ich bin gespannt, also sie wird dieselben Möbel benutzen, die wir natürlich haben, weil die Möbel kaufen wir nicht neu. Aber für die Wandgestaltung und für die Dekoration bräuchte ich auf jeden Fall Idee. Vor allem für diesen Bereich hier. Ne? Da kann ich mir so eine richtig so eine schöne Kaffee-, Kuschel-, Bücherecke oder sowas vorstellen. Wow. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was sind denn die Gründe, warum ihr ausziehen wollt? Ich kann nur so viel sagen. Die sagen, unsere Kinder machen zu viel Lärm. Die haben letztens tatsächlich die Polizei gerufen. Die Polizei war bei uns, hat geklingelt mit der Begründung, es wäre zu viel Lärm um 10 Uhr abends. Wollt ihr uns verarschen? Unsere Kinder sind klein, unsere Kinder haben bereits geschlafen. Ich habe mich so aufgeregt, habe gesagt, komm, komm mal rein. Hörst du hier irgendein Lärm? Die Kinder schlafen. Und dann haben wir uns nachher mit der Polizei gestritten, so ein bisschen. Und das machen die mit Absicht, ne? Das machen die, um uns da rauszuekeln. Und genau das haben die jetzt auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Genau, das Ding ist, obwohl wir gar keine Schuld haben, das heißt, wenn sie nochmal die Polizei rufen, müssen wir jetzt 4000 TL Strafe zahlen. Ist das rechtens? Also ich finde es eine Katastrophe. Wir sollen im Garten den Garten nicht nutzen. Wir sollen nichts pflanzen. Wir dürfen nicht in den Swimmingpool gehen. Am besten dürfen wir auch kein Bikini tragen. Und so weiter und so fort. Also nur Scheiße. Wir fühlen uns da echt unwohl. Und deswegen haben wir gesagt, so raus. Also hier, da das ein Einzelhaus ist, haben wir dann sozusagen keine Nachbarn. Aber das Schöne ist, wir nehmen unsere Nachbarn, die bei uns
wohnen, und zwar links nebenan, die ziehen nämlich mit uns aus, weil wir auch die Schnauze voll haben. Und das heißt, wir haben hier zwei Häuser nebeneinander gefunden und ziehen dann beide Familien aus. Ja, genau. So, ich werde jetzt noch mal kurz in den Keller gehen. Und da gibt es nämlich eine ganz tolle Besonderheit. Hm. Jetzt noch ein Stockwerk nach unten. Oben müssen wir mal gucken wegen Waschmaschinen und so weiter. Genau, also hier ist dann noch ein Hammer. Na, kann man es besser erkennen? Ich glaube nicht. Also hier sieht es dann tatsächlich so aus. Hier ist ein Hammer. Und hier ist eine Dusche. Das ist alles noch im Umbau, ne? Genau, und dann muss ich mal gucken, vielleicht mache ich hier noch so Wäsche. Aber ist auch doof, wenn oben die Kleidung sind, dann hier im Wäsche, ist auch doof, ne? Ja, und hier kommt dann das Studi-Büro hin. Genau, hier haben wir jetzt auch genug Platz. Da haben wir gedacht, transportieren wir das Studi-Büro und so weiter alles hier runter. Da müssen wir mal schauen wegen ein bisschen Licht. Es ist hier ein bisschen dunkel. Ich hätte mir gewünscht, dass sie hier ein bisschen mehr Fenster gemacht hätten. Aber nun ja, wir wollen nicht meckern. Ich bin sehr zufrieden. So, wir sind gerade auf dem Weg nach Hause und sind wir jetzt hier auch noch mal kurz am Straßenrand angehalten, weil hier holen wir nämlich immer unsere Milch und so weiter. Und machen jetzt noch mal einen kurzen Einkauf, weil wir gerade noch ein paar Tage Ausgangssperre haben wegen beider. Ein bisschen viel Plastik, weil es jetzt ein bisschen ungeplant war, aber naja. Tabak. So, wir haben ja auch noch frische Eier geholt. Man sieht, wie frisch die sind. Toll, vorsichtig, Hamza. Genau, und dann habe ich hier noch ein bisschen frische Milch geholt. Oh, oh nein! Ja, frische Milch habe ich hier noch geholt. Die verarbeite ich immer zu Joghurt. Und das mache ich jetzt. Das heißt, das habt ihr auch schon ganz oft auf Instagram gesehen, wie ich das mache. Ich werde das jetzt einmal aufkochen und dann einfach mit normalem Joghurt wieder aktivieren. Mhm. Genau. Oder was hast du gegessen? Lecker! Lecker? Schmeckt das, Hamza? So, während die Milch noch ein bisschen aufkocht, muss ich noch ein bisschen Homeoffice machen. Weil Bayram bevorsteht und ich noch eine Bayram-Kampagne planen muss und da im Überlegen bin, was mache ich denn da am besten? Habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, dass ich gesagt habe, es gibt 4 Mini-Produkte gratis dazu. Mal gucken, ob ich es umgesetzt kriege. Das ist jetzt auch nur eine Idee. Also falls es tatsächlich im Shop ist, habe ich es tatsächlich geschafft. Falls nicht, dann nicht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ein eigenes Stand bei aufzubauen ist natürlich wichtig und schön, aber bei uns ist es noch schöner. Viele fragen uns immer, warum könnt ihr euch kein Haus kaufen oder warum wohnt ihr zur Miete? Es sieht so aus, wir haben Geschäfte, aber die ganzen Geschäfte sind schuldenfrei. Das heißt, wir bauen unser Geschäft nicht auf Schulden auf. Das ist ja meistens so, wenn man sich in den Kopf setzt, irgendwas zu beginnen, beziehungsweise Startup ist, dann ist es ja meistens so, dass viele zu Anfang sich einen Kredit ziehen und dann sich den Kredit abbezahlen. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Wir haben gesagt, okay, lass uns lieber ein Geschäft haben, wo wir keine Schulden haben, anstatt ein Haus. Versteht ihr, was ich meine? Genau, und wir wohnen jetzt noch zur Miete. Ich weiß auch nicht, wie viele Jahre wir noch zur Miete wohnen. Und das ist auch völlig okay. Man muss nicht vielleicht mit 30 schon ein Eigenheim haben. Ich bin vielleicht froh, wenn ich das mit 50 habe. Es wäre natürlich schön, wenn ich eins hätte, aber ja, das ist natürlich eine ganz Kostenfrage, ne? Genau, das nochmal zur Aufklärung, warum wir kein Haus haben. Und bei uns in der Türkei ist es auch wirklich so, die Kredite, die sind unglaublich. Ich habe letztens ausrechnen lassen, wenn wir schon uns ein Haus kaufen, dann soll es natürlich auch ein ordentliches Haus sein. Und dann war das, glaube ich, das Haus hätte gekostet 1 Trillion. Müsst ihr euch wie 1 Million vorstellen. Aber umgerechnet sind es vielleicht 150.000 Euro. Wenn wir uns einen Kredit für 1 Trillion ziehen, müssen wir innerhalb der 10 Jahre 2 Trillionen zurückzahlen. Im Monat wären es dann 17.000 TL. Wer kann sich das leisten? Also ich nicht. Komm Sami, lass uns lieber ein bisschen was immer jeden Monat beiseite sparen und vielleicht dann irgendwann eine Anzahlung machen und uns dann vielleicht irgendwie ein Haus kaufen. Dass wir dann vielleicht nur noch, zahle vorsichtig,
den Rest abbezahlen müssen oder so. Das ist nicht so einfach, sich ein Haus zu kaufen, Leute. Und ich freue mich für jeden, der das schafft und der das kann. Aber man hat halt auch andere Ausgaben, ne? Ja, genau. Das nochmal zu dem Hauskauf. Also wir wohnen tatsächlich zur Miete. Dann haben wir noch zwei Kinder, da entstehen manchmal Kosten, die man gar nicht so plant. Das Leben in der Türkei ist wirklich teuer, muss ich sagen. Es wird immer teurer. Naja, anderes Thema. Wir schauen gleich nochmal nach dem Joghurt bzw. nach der Milch. So, hier sieht man auch immer so schön dieses, ich weiß nicht, wie sich das schimpft, aber das kann man schön abschöpfen und dann Kühlschrank packen, das schmeckt lecker. So, ich hatte mir übrigens mal so ein Temperaturding gekauft, damit kann ich einfach mal messen. Ich muss da bei circa 45 bis 50 Grad, muss ich da Joghurt hinzugeben, damit es nachher wieder Joghurt wird. Und das ist momentan noch viel zu heiß. Genau, da warten wir einfach mal ab. Ich habe hier übrigens diese, ich weiß nicht, wie man das nennt. Nee, Schatz, ich darf nicht essen. Ach. Normalerweise hätte ich das jetzt hier abgeleckt, aber da ich faste, muss man auf solche Kleinigkeiten echt achten. Hast du deinen Joghurt aufgegessen? Ach. Nein, nicht Atsch. Gott, sie ist schon so groß geworden, Alter. Ey. Was bist du denn für eine? Nein. Epa, nee. Oh, yeah. Yeah, das ist ja die Team. Oh Gott. Ich will sie abknutschen, echt, ohne Scheiß. So geht das hier aber nicht. Guck mal, Homeoffice, eine Minute mal nicht hingeguckt, die ganze Wohnung ist hier eingesaut. Naja, es sind Kinder, es ist völlig normal, aber ein Glück habe ich eine Couch, wo man das gut wieder abwischen kann. Ansonsten wäre es jetzt natürlich eine kleine Katastrophe. Wir haben jetzt noch knapp, oh Gott, 3 Stunden noch bis Fastenbruch. Jetzt kriege ich so langsam Hunger. Aber es geht. Ich habe gut durchgehalten dieses Jahr. Und das ist auch der Ausblick jetzt von der aktuellen Wohnung mit dem Garten. Das ist natürlich voll schön. Aber ich glaube, wenn der andere Garten dann fertig ist, weil da war ja noch gar kein Garten angelegt, dann ist es auch schön. Nur den Ausblick hat man nicht. Aber wie gesagt, man kann halt nicht alles haben, ne? Heute Morgen waren wir schon draußen, Schatzi. Zade ärgert Hamza, das ist so geil, ey. Ich versuche mich ja nicht aufzuregen, ne? Aber ich versuche Sami, seitdem wir hier eigentlich eingezogen sind, zu sagen, dass dieser scheiß Wasserhahn hier kaputt ist. Aber nein, das muss hier ständig jeden Tag alles komplett nass sein, weil er einfach nicht... Seht ihr das? Das tropft hier einfach alles runter und dann tropft es hier zurück und dann geht es da raus und dann kommt es hier nachher irgendwann. Jeden Tag dasselbe. Ich habe echt keine Lust mehr, weil ich immer ständig alles alleine machen muss. Muss ich immer alles 100-mal sagen. Ich habe hier immer noch Joghurt-Themen. Also wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, warum man Sami, ich rede jetzt nur von meinem Mann, immer alles 100-mal sagen muss, bevor er irgendwas mal macht. Hallo, jetzt kannst du auch sein lassen. Weißt du, wir ziehen sowieso aus. Ja, oder du sparst mal wurde geiler. Oh Gott, Zade, bitte. Ja, das ist dann immer so, so, wenn man 1000 Sachen auf einmal machen muss und dann... Übrigens, ich folge einer Seite, die gibt immer so Spartipps, wie man mehr aus seinem Geld, bla. Und ich habe mir gerade mal angeguckt und da stand drin, markiere mal bitte die letzten Ausgaben aus deinem Kontoauszug, die nicht so dringend notwendig seien. Und dann rechne das mal im Monat zusammen, was da so vorbei bei rumkommt. Jetzt gucke ich mal kurz so die letzten Ausgaben vom... Ja, ja, da geht ja schon los. 20. Mai, ob das lebensnotwendig war. Netflix 2099. Pardon, 29,99. Hallo, das ist lebensnotwendig. Nein, okay, 29,99. Aber das ist jetzt ein Abo, deswegen würde ich sagen, das zählen wir schon mal nicht dazu. Einkauf. Okay, ich habe Klamotten eingekauft. Waren die zwingend notwendig? Nein. Da habe ich letztens, hatte ich euch auf Instagram gezeigt, was ich da eingeshoppt hatte. Das wären dann 129,34 Euro, die unnötig waren.
Dann haben wir hier Etsy-Einkauf. Mehrere Sticker habe ich da gekauft für Instagram. Waren die notwendig? Ja, würde ich sagen. Weil die hübschen sozusagen meine Stories auf. Ja! Deswegen würde ich sagen, waren die notwendig. Da haben wir hier eine Zahlung an Soulfly Cosmetics. Das sind 3 Beauty Blender, die ich bestellt habe. 119,70 Euro. Beauty Blender, die habe ich gebraucht. Meine anderen waren alle. Das war es notwendig? Ja. Dann haben wir hier wieder Etsy. Das waren verschiedene Sticker. Genau. Dann habe ich hier eine Ausgabe für Sales Bett. Tatsächlich, das war notwendig. Dann haben wir hier mein Muttertagsgeschenk, was ich mir selber gekauft habe, weil Sal mir mal nicht dran gedacht hat. War das nur eine notwendige Ausgabe? Nein. Das habe ich jetzt hier aufgeteilt in Raten. Dann rechne ich jetzt die Rate, die ich für diesen Monat habe. Das wären dann 309,34 €. Genau, also ich denke, wenn man das jetzt so mal zusammenrechnet, dann kommt nachher am Ende des Monats doch ein bisschen was zusammen. Und ich glaube, das waren jetzt so 500-600 €, die ich hätte einsparen können oder für etwas anderes benutzen können. So, ich würde sagen, das sieht gut aus mit der Milch. Dann machen wir gleich weiter. Also ich werde da auf jeden Fall 1,5 Liter abschöpfen zum Trinken. Das ist 1-2 Tage haltbar und den Rest werde ich dann gleich zu Joghurt verarbeiten. Ja, diese werden dann einfach mit ein bisschen Joghurt gemischt und in diese Schalen gefüllt und dann für 8 Stunden abgedeckt in heiße, warme Tücher eingelegt. Genau, und dann über Nacht in den Kühlschrank. So, ihr Süßen, das war heute mein Tag. Ich werde jetzt gleich noch Sarah ein bisschen schlafen legen. Und dann ist der Tag für mich auch gegessen. Vielleicht noch so einen kleinen Film gucken. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gebracht. Ich wollte euch mal einen kleinen Einblick in meinen heutigen Tag verschaffen. Das Problem ist immer, dass wenn ich Instagram mache, dass ich nicht gleichzeitig dann einen Vlog drehen kann, weil es dann immer die Inhalte dann gleich wären. Und deswegen habe ich das jetzt versucht so zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.